Willkommen zum dritten Teil unseres Orangegurt-Kurses. In diesem Teil will ich etwas über das Thema Bundle und Parcel-Level erzählen. Wir haben im letzten Kurs uns ja ein bisschen mit Intents auseinandergesetzt und der nächste logische Schritt ist, sich ein bisschen um die Möglichkeiten zu kümmern, wie ich in diesen Intents Informationen unterbringe. Erstmal Allgemeines, wie immer Kursinfos unter codeconcert.de. Dort findet ihr auch die Voraussetzungen. Das wäre jetzt dieses Video oder der Link zum Video des zweiten Teils, also die Intents. Das solltet ihr auf jeden Fall gesehen haben, bevor ihr hier mit diesen Bundle-Informationen weiterarbeitet. Was ihr unter codeconcert auch findet, ist das Arbeitsdokument. Im Prinzip ist es das Intents-Dokument, weil dieses Bundle-Thema habe ich dort mit reingepackt, was inhaltlich sinnvoll ist. Und hier jetzt im Speziellen die Kapitel 3, 4 bis 3, 5. Dort ist das Thema Bundle und das Thema Parsable mit eingepackt. Und nochmal, Inhalt dieses Videos ist ausschließlich das Verpacken von Informationen für Intents und auch für andere Sachen. Das werden wir dann bei den Fragments dann nochmal sehen, in Bundles und darauf aufbauen dann nochmal dieses Interface Parcel Level. Der Inhalt dieses Videos ist erstmal das grundsätzliche Konzept des Bundles verstehen. Dann, welche Datentypen werden unterstützt. Das sind nämlich nicht alle, das ist ein bisschen runtergestrippt, aber durchaus die, die für uns sinnvoll sind, sind enthalten. Dann das Parcelable Interface, wie funktioniert das Ganze? Und dann am Schluss noch ein kurzes Fazit, weil das Thema für viele erstmal ein bisschen schräg erscheint. Gut, also wir haben ja gelernt, ein Intent muss Informationen von A nach B schicken können. Ja, also A und B sind Activities oder Broadcast Receiver, Services etc. Alles, was in meinem Android-System von einem Objekt zum anderen geschickt wird, läuft im Regelfall über Intents. Und das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass wir Performance Issues gar nicht erst aufkommen lassen wollen. Das heißt, ich möchte, wenn ich Informationen von A nach B in diesen Konstrukten schicke, muss dieses Päckchen, was ich da habe, so schlank sein, dass ich auf gar keinen Fall Performance-Einbußen habe, weil eben so viel über diese Intents passiert. Und dementsprechend haben die Jungs, die das ganze Thema Android aufgesetzt haben, sich da ein paar ganz spezielle Sachen überlegt. Grundsätzlich, und das haben wir auch bei den Intents schon gesehen, werden diese Informationen, also diese Daten als Name-Value-Pairs reingepackt. Also wir erinnern uns an diese Extras bei diesen Intents, put extra, und dann haben wir einen Key hinterlegt, also im Regelfall eine String-Konstante, und dann entsprechend den Wert, das war in dem damaligen Beispiel ein String. Aber ich kann auch verschiedene andere Datentypen da reinpacken, also Integer oder Float oder was auch immer. Und genau das werden wir uns hier an der Stelle mal entsprechend anschauen. Grundsätzlich habe ich es auch bei Intent schon mal gesagt, wir können uns dieses Bundle so ein bisschen vorstellen wie eine Hashtable. Also jeder, der schon mit Hashtable gearbeitet hat, kann ungefähr verstehen, was ich damit meine. Also wir packen hier mit der Put-Methode, also Put-Boolean jetzt beispielsweise, packe ich hier ein Key-Value-Pair rein. Also der Key ist einfach in meinem Bundle ein eindeutiger Wert und mein Value ist eben der Wert, den ich jetzt hier ablegen möchte. Und raus kriege ich den dann entsprechend mit einem Getter, also Get-Boolean, und dem verpasse ich dann auch wieder den Key und dann findet der in meinem Bundle genau den Wert, den ich vorher da reingepackt habe. Und jetzt gibt es noch eine zusätzliche Geschichte, und zwar getBoolean, das gleich wieder, auch wieder mit meinem Key. Und jetzt habe ich hier noch ein Default Value. Das heißt, ich kann sozusagen dem System mitteilen, pass auf, wenn du nichts findest, dann nehme diesen Default Wert. Und das hat folgenden Hintergrund. Gerade bei den Intents kann ich vielleicht es mir so konstruieren, dass ich
eine Activity mit verschiedenen Intents auch starten können möchte. Und da kann ich nicht immer davon ausgehen, dass eben diese Werte dann drin sind, und dementsprechend habe ich hier dann auch die Möglichkeit, mein Default Value dann zu setzen. Und das wird im Regelfall empfohlen, dass man hier ein Default Value dann setzt, sollte das Bundle nicht diese Informationen mitbringen, die ich denn eigentlich erwarte. Gut, wie ich vorhin schon gesagt habe, gibt es eine gewisse Auswahl an Datentypen, das sind Gott sei Dank die wichtigsten, die ich verpacken kann. Nicht alle gehen, aber die meisten. Und zwar fangen wir mal mit den einfachen Datentypen an, also Boolean, Byte, Character, Double, Float, Int, Long und Short, also eigentlich die üblichen Verdächtigen. Das Ganze sieht dann so aus, dass ich hier wieder den altbekannten Put Boolean habe, also im Prinzip von dem Syntax her Put und dann der Name meines Datentyps. Wegen Camel Casing ist das B jetzt groß. Und auch meine beiden Getter. Der Getter ohne den Default-Wert, der entsprechend den Wert zurückliefert oder Null, wenn er nicht findet. Und der Getter mit dem Default-Wert, der entweder den Wert zurückliefert oder wenn er den nicht findet, dann was auch immer in Default Bool Value dann drin steht. Das Ganze dann für Byte würde dann entsprechend so aussehen: Put Byte, Get Byte und bei Character Put Char, Get Char und so weiter. Also das müssen wir jetzt nicht Punkt für Punkt durchgehen. Ich glaube, so viel Fantasie habt ihr, dass er diesen Transfer hinkriegt. Dann haben wir die sogenannte Char-Sequence und der String. Char-Sequence und String sind eigentlich sehr ähnliche Datentypen. Char-Sequence ist ein bisschen allgemeiner und es wird üblicherweise auch empfohlen, die Char-Sequence in Android zu verwenden, weil ich da einfacher hin und her casten kann. Aber grundsätzlich mal kann man das für den ersten Schritt als gleichbedeutend sehen. Das heißt, hier kann ich jetzt sozusagen Zeichenketten in meinen Bundle reinpacken. Das haben wir beim Intent auch schon mal gesehen, Put Extras, und da haben wir dann unseren String reingepackt. Das läuft hier im Prinzip ähnlich. Hier mache ich jetzt Put String und dann Key und MyStringValue. Das nächste ist jetzt Arrays. Alle bis dato gezeigten Datentypen, also diese einfachen Datentypen, Integer, Character, Boolean etc., aber auch Char-Sequence und String, können auch in ein Array reingepackt werden. Und vom Syntax sieht es dann hier so aus, dass ich sage Put, Datentyp String und dann Array. Und dann kann ich hier über diesen Key wieder verschlüsselt ein String Array Value dann reinpacken, und diese Variable hier, das ist tatsächlich jetzt ein String Array. Und dafür gibt es dann auch entsprechend die Getter, also Get String Array. Wenn es Integer wäre, wäre es dann Get Integer Array. Wenn es Char Sequence wäre, Get Char Sequence Array und so weiter. Und das ist jetzt auch relativ einfach nutzbar. Wer sich bei dieser Namenskonvention nicht ganz sicher ist, macht einfach myBundle. Und guckt dann, was mir Eclipse dann an möglichen Methoden anbietet. Dann kann ich auch serialisierbare Objekte in meinen Bundle reinpacken. Das heißt dann Put Serializable und Get Serializable. Hiervor wird aber gewarnt, die Serialisierung ist ja ein in Java implementiertes Konstrukt, damit ich beliebige Objekte serialisiert beispielsweise über einen Datenstrom schicken kann. Ja. Und das funktioniert in Android auch. Das Problem ist aber, dass dieses Serializable Interface ziemlich schwergewichtig ist und somit ganz ordentlich auf die Performance geht, und dementsprechend warnen diese alteingesessenen Android-Entwickler, das Serializable wirklich zu verwenden. Nur wenn es nicht anders geht, dann sollte man darauf zurückgreifen. Aber ansonsten sollte man erstmal alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen. Das nächste, was wir uns ansehen, ist das Parcelable-Objekt.
Parcelable ist auch ein Interface und das wurde speziell für Android geschaffen, damit wir eine performantere Alternative zu dem Serializable Interface haben. Das heißt, da hat man alles rausgestrippt, rausgestrichen, was irgendwie für schlechte Performance gesorgt hat. Und wenn ich jetzt eine Klasse habe, die dieses Parcelable Interface implementiert, dann kann ich Objekte dieser Klasse auch hier entsprechend in mein Put Parcelable reinpacken. Das Ganze ist ein bisschen schräg für denjenigen, der das noch nie gesehen hat. Und deswegen werden wir uns nachher dieses Thema Parcelable noch etwas genauer anschauen, damit wir da ein Verständnis entwickeln und eben auch eigene Objekte irgendwann mit diesem Interface auch ausstatten können. Jetzt habe ich noch das Thema ArrayList. Die ArrayList ist ja eine dynamische Alternative zum Array, das heißt, ich kann dort nachträglich noch Elemente hinzufügen oder auch später noch rauslöschen, was ja beim Array in Java nicht geht. Und dementsprechend gibt es auch diese Möglichkeit der ArrayList. Und für folgende Datentypen haben die Android-Jungs das realisiert: für die Character Sequence, für Integer, für Parcelable-Objekte und für Strings. Und das Ganze läuft dann entsprechend so, dass ich hier wieder mein Put habe und dann String ArrayList, also wieder der Datentyp, und dann kommt der Schlüsselwort sozusagen ArrayList hinten dran und dann kann ich hier eine entsprechende ArrayList reinpacken. Für den Getter sieht es dann entsprechend genauso aus. Ja, ich habe vorhin ja versprochen, dass wir über das Parcelable Interface noch ein bisschen genauer drüber gucken werden. Das tun wir jetzt. Ich habe ja schon gesagt, das ist ein Interface, was geschaffen wurde, um eben schlank innerhalb Android eigene Objekte verschicken zu können. Und im Prinzip werden wir jetzt uns folgendes Beispiel anschauen. Ich habe hier die Main Activity, die hat 6 Edit Text Felder. Bei den ersten beiden habe ich jetzt hier mal von als Input Type Number und hier Input Type Number Decimal reingepackt, also einmal ganze Zahlen und einmal Fließkommazahlen oder Gleitkommazahlen, und die restlichen sind ganz normale String Felder. Was ich jetzt machen möchte, ich möchte hier beliebige Werte eben dort reinpacken, also in den ersten beiden halt irgendwelche Zahlen und unten irgendwelche beliebigen Zeichenketten. Und dann möchte ich, dass diese Werte in einer Subactivity auftauchen. Also insgesamt möchte ich jetzt 6 verschiedene Werte über meinen Intent darüber schicken. Und dieser Intent soll jetzt ein Parcel bekommen, also ein Objekt, ein von mir geschriebenes Objekt, das eben dieses Parcelable Interface implementiert. Und das gucken wir uns jetzt Schritt für Schritt mal an. Als allererstes erzeugen wir uns in unserem Package eine Klasse namens MyParcel. Also über Main Activity und Subactivity, wie man das erzeugt, ich glaube, da sind wir jetzt durch, das kann jeder alleine machen, aber wir erzeugen uns jetzt hier eine eigene Klasse MyParcel. Und was wir jetzt hier machen ist, wir legen 5 Variablen fest, und zwar einmal eine Integer-Variable, eine Double-Variable, 2 String-Variablen und eine String-Array-Variable. Und zu denen, das machen wir alles als Private-Variable, erzeugen wir uns jetzt Getter und Setter. Auch das kriegt jeder wohl hin, dass ich jetzt ein Getter für eine Integer-Variable und ein Setter für eine Integer-Variable entsprechend realisiere. Und jetzt habe ich hier noch folgende Situation. Ich habe jetzt hier eingetragen Implements Parcelable. Und diese Sequenz erzeugt mir jetzt in Eclipse einen Fehler. Das heißt, dieses MyParcel ist unterringelt, weil Eclipse davon ausgeht, da fehlt noch was. Wenn ich mit der Maus jetzt so drüber gehe, dann zeigt mir Eclipse an, dass hier noch ein paar Methoden fehlen. Ja? Also diese Describe Contents und noch ein paar andere Methoden. Ich glaube, noch eine Methode fehlt. Auf jeden Fall, was ich jetzt hier mache, ist, ich klicke auf dieses
Add Unimplemented Methods und dann verschwindet dieser Fehler. Und dann werden die Methoden Describe Contents und Write to Parcel erzeugt. Das ist zwar noch nicht alles, was wir brauchen in unserer Klasse, aber die beiden werden vom Interface gefordert und die werden dann einfach unten dran gehängt. Schauen wir uns das mal an. Die erste, das ist die unwichtigere momentan, das ist diese Describe Contents Methode. Die ist für uns erstmal noch nicht wirklich wichtig. Da schreiben wir einfach Return 0 hin, wenn Eclipse es nicht von vornherein so hinterlegt. Das ist lediglich, um später mal verschiedene Klassen unterscheiden zu können. Aber wie gesagt, für uns ist das jetzt erstmal Banane. Wir lassen das so, wie es ist und kümmern uns nicht weiter darum. Sehr viel wichtiger ist die Write-to-Parcel-Methode. Was wir hier tun, ist, wir wollen Informationen, unsere Klasseninformationen, das sind ja unsere fünf Variablen, in dieses Parcel hineinschreiben. Und wenn wir uns diese Methode erstmal angucken, wir haben zwei Parameter. Das eine ist ein Destination, das ist vom Datentyp Parcel. Das heißt, das ist das eigentliche Objekt, was später vom Intent dann hin und her geschickt wird. Ja, also nicht unsere Klasse wird hin und her geschickt, sondern dieses Parcel. Und entsprechend muss ich mir jetzt irgendwie mal darum kümmern, dass die Informationen, die für mich wichtigen Informationen meiner Klasse, in dieses Parcel gelangen. Und das macht genau diese Methode. Das hat dann noch Flex, auch das ist für uns erstmal unwichtig. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir unsere Daten hier reinkriegen. Wichtig ist, dass wir bei dieser Methode uns die Reihenfolge merken, in welcher Reihenfolge wir unsere Daten reinschreiben. Also, ich habe Destination, Write, Int, mein Int-Data, das war diese Integer-Variable. Dann write double, dann kommt meine Double-Variable. Als nächstes meine String-Variable, und zwar die Data A, dann Data B und am Schluss habe ich jetzt mein Array reingepackt. Streng genommen ist die Reihenfolge egal, ich muss sie nur später in genau dieser Reihenfolge wieder rekonstruieren. Das heißt merken. So, das nächste, was wir brauchen, sind die Konstruktoren. Und einer ist zwingend vorgeschrieben, das ist der Konstruktor mit dem Parameter Parcel. Also, was jetzt passiert ist, gehen wir nochmal zurück, was dieses Parcelable eigentlich bedeutet. Ich habe ein Objekt und dieses Objekt soll irgendwann mal in ein Parcel hineingepackt werden, über ein Intent von A nach B verschickt werden und danach wieder ausgepackt werden und wieder zu genau dem Objekt werden, was ich ursprünglich versendet habe. Und diese Write-to-Parcel-Methode hat ja unsere Informationen in das Parcel hineingepackt, ergo brauche ich irgendwo einen Konstruktor, der mir dieses Parcel dann auch wieder entpackt. Dementsprechend braucht dieser Konstruktor diesen Parameter Parcel. Und jetzt nehme ich dieses Parcel und übergebe an meine einzelnen Variablen den Inhalt dieses Parcels. Und jetzt kommt diese Reihenfolge. Ich muss diese Reihenfolge wieder genau so ausführen, wie ich sie beim Verpacken hinterlegt habe. Wenn ich hier irgendwas vertausche, kommt Müll raus. Das heißt, wenn ich jetzt hier beispielsweise Data A und Data B vertausche, dann wird in meiner Variable String Data B das stehen, was eigentlich in A reingehört. Also bitte auf die Reihenfolge achten. Und dann habe ich hier noch irgendeinen Konstruktor für mich persönlich. Das heißt, dort kann ich dann beliebige Aktionen machen, wenn ich mein eigentliches Objekt dann irgendwann mal erzeugen möchte. Das heißt, mein Objekt wird zweimal erzeugt werden müssen. Einmal, wenn ich es wirklich nutze in meiner ursprünglichen Applikation und dann in meiner Ziel-Activity, wo ich es hinschicken möchte. Das heißt, ich erzeuge es einmal mit dem Standardkonstruktor oder was für einen Konstruktor auch immer ich dann habe und Android wird dann es verschicken an eine Sub-Activity oder wohin auch immer und dann muss Android selber in der Lage sein, dieses Ding zu erzeugen. Und dementsprechend gibt es hier diesen anderen
diesen anderen Konstruktor, der entsprechend mit dem Parcel als Parameter arbeitet. So, jetzt gucken wir uns noch das vielleicht ein bisschen merkwürdigste Konstrukt in diesem ganzen in dieser ganzen Klasse an. Und zwar ist es der sogenannte Creator. Das ist eine statische Methode, die Android braucht, um eben an, ich sag mal, einen Griff an unsere Objekte zu bekommen. Das sieht dergestalt aus, dass ich jetzt erstmal eine Variable habe, die ich Creator nenne. Die muss typisiert werden, und zwar mit genau der Klasse, die ich vorhin erzeugt habe, sprich myParcel. Als nächstes erzeuge ich ein Objekt, das dieses Creator aus der Parcelable-Bibliothek eben entsprechend implementiert. Und auch das muss typisiert werden mit myParcel. Das muss ich typisieren, weil ich habe ja selber dieses Objekt geschrieben, ergo muss ich das eingeben. Nun ist die erste Methode in diesem Objekt die createFromParcel-Methode. Die bekommt als Parameter myParcel, das heißt, mein Android-System überliefert oder holt sich eine Referenz auf den Creator, ruft dann standardmäßig createFromParcel auf und übergibt diese Methode das Parcel, wo eben diese Variablen meines Objekts dann eingepackt wurden. Und was jetzt passiert, diese Methode macht nichts anderes, als sie ruft genau diesen Konstruktor auf, den wir vorher uns zusammengeschustert haben, wo eben diese Reihenfolge wichtig war, wo die einzelnen Werte aus dem Parcel rausgepackt werden und in die einzelnen Variablen dann reingeschrieben werden. Und dann kommt noch dieses myParcelsArray. Ich muss gestehen, ich habe jetzt auf die Schnelle nicht rausgefunden, wie ich dieses Ding nutze. Ich gehe mal davon aus, es ist notwendig, wenn ich irgendwelche Arrays von diesem Parcelable-Objekt dann mache. Aber das ist jetzt eine reine Vermutung. Wichtig an dieser ganzen Geschichte ist jetzt, dass ich dieses Konstrukt genau in der Form immer in meine Klassen einbauen muss, wenn ich sie denn über ein Parcel verschicken möchte, wenn sie parcelable sein sollen, und dass ich hier entsprechend meine Klasse an den richtigen Stellen immer eintrage, und damit Android eben auch die richtigen Dateitypen entsprechend oder Klassentypen einsetzen kann. Ja, das war's im Wesentlichen zu diesem Creator. Wie gesagt, einfach für den Anfang, schreibt das einfach so in der Form ab, beachte die Konventionen. Ihr müsst im Prinzip euren Klassennamen eintragen, und damit seid ihr in diesem Bereich dann auch schon durch. Jetzt wollen wir das Teil mal einsetzen. Wir erinnern uns an die Vorgabe, das waren zwei Activities, wobei die eine 6 Edit-Text-Felder hatte, die Informationen aufgenommen hat, also wo der User die Informationen eintragen konnte. Das andere war dann eine weitere Activity, die mit 6 Text-View-Felder diese Information dann anzeigen sollte. Und der Datentransfer war über unser Parcel. Also sammeln wir mal die Daten ein. Zuerst mal die beiden Zahlenfelder, die ja von der Eingabelogik her limitiert waren, einmal auf Gleitkommen, einmal auf ganze Zahlen. Die packen wir dann in ein Double und ein Integer Daten, also Variable rein. Dann hatten wir zwei String-Variablen, das waren die mittleren beiden Edit-Textfelder, und die unteren beiden Textfelder, die packen wir in ein String-Array rein. Somit haben wir jetzt alle Datenwerte, die unser Parcel auch aufnehmen kann. Das waren diese 6 Felder. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie wir das da reinkriegen. Wir erzeugen als allererstes mal das Parcel-Objekt. Und zwar machen wir das so, dass wir den für uns erstellten Standardkonstruktor verwenden, nicht den, der
dieses Parcel als Parameter, das braucht der Android, um nach dem Verschicken dieses Parcel wieder zu erzeugen. Wir machen einfach hier my parcel new parcel, somit wird das ganze Ding erzeugt. Dann setzen wir die einzelnen Werte mit unseren Settern, also die Double, Integer, die beiden String-Werte und das String-Array. Das wird als Ganzes dann reingepackt. Und dann, wie gehabt, machen wir in diesen Intent, den wir vorher erzeugt haben, einfach ein Key für diese Message, extra Message, def, so habe ich das immer getauft. Und da setzen wir dann myParcel rein. Das war es eigentlich schon. Ja. Das heißt, ich habe mein komplettes Objekt, das ich vorhin selbst erzeugt habe, in diesen Extra-Wert reingepackt. Jetzt kann ich meine Activity starten und sofern wird meine Sub-Activity dann entsprechend auch angezeigt. Und die bekommt idealerweise jetzt auch mein Parcel. In der Sub-Activity wiederum gehen wir jetzt in die onCreate-Methode rein. Das ist eigentlich ein ganz sinnvoller Ort, wo wir diesen Intent aufmachen und die Werte rausholen. Und zwar brauchen wir erstmal die Referenz auf den Intent, wie gehabt, getIntent, das haben wir ja schon mal gesehen. Und danach muss ich jetzt mein Parcel rausholen. Und die Methode dazu heißt getParcibleExtra. Auch das haben wir ja schon gesehen. Diese ganzen Getter auf den Intents und halt hier getParcible. Was wir jetzt zurückbekommen, ist ein Parcible. Das heißt, ich habe eine streng genommen eine Einschränkung. Ich habe ja eine ganze Klasse geschrieben, wo ich Getter und Setter definiert habe. Und genau die möchte ich jetzt wieder haben, weil mit dieser Klasse möchte ich ja arbeiten. Also muss ich hier einen Typecast auf meine Klasse durchführen, damit ich es entsprechend in eine Variable vom Typ myParcel reinpacken kann. Das ist eigentlich alles. Das heißt, jetzt habe ich in der Variable myParcel tatsächlich mein Objekt, genauso wie ich es vorhin geschrieben habe, wie ich es in meiner MainActivity erzeugt habe und mit Daten befüllt habe, habe ich jetzt wieder in der Hand. Und jetzt kann ich relativ einfach meine einzelnen Werte auslesen mit diesen Gettern, die ich in meinem Objekt reingepackt habe. Und alle anderen Methoden, die ich jetzt in dieser Klasse vorgesehen hätte, würden jetzt hier auch greifbar sein, solange ich meinen internen Status dieser Klasse eindeutig in dieses Parcible-Konzept eingetragen habe. Am Schluss noch ein kurzes Fazit. Wir haben gelernt, dass Intents nur bestimmte Datentypen in diesem Bundle oder in diesen Extras mitführen können. Das hört sich jetzt erstmal nach einer Riesenrestriktion an, aber wenn man genauer hinschaut, es sind die Datentypen, mit denen wir ohnehin ständig arbeiten. Insofern kann man mit dieser Restriktion durchaus ganz gut leben. Dann die Werte werden in diesen Bundles bzw. in den Extras als Name-Value-Pairs hinterlegt. Das heißt, jeder Wert hat einen eindeutigen Schlüssel, Primary Key, so könnte man das nennen, und mit diesem Schlüssel kann ich die Daten auch wieder rauslesen. Diese Schlüssel sollte ich in meinen Klassen als Public Static Final String Konstanten hinterlegen. Einfach deswegen, ich möchte von Activity A was nach Activity B schicken und jetzt möchte ich in Activity A Schlüssel definieren, mit denen ich den ganzen Kram reinpacke. Und Activity B muss dann auch die gleichen Schlüssel wieder verwenden. Insofern könnte sie auf diese Public Static Final String Konstanten von Activity A zurückgreifen und dann gibt es dort auch kein Mismatch. Insofern empfehle ich das grundsätzlich so zu tun. Dann für größere Datenkonstrukte können wir auch Arrays oder ArrayLists hinterlegen. Das ist eine recht praktische Sache, weil die tauchen tatsächlich beim Programmieren relativ häufig auf. Und ich kann auch Serializable-Objekte verwenden, sollte aber, wenn es irgendwie geht, darauf verzichten, einfach vor dem Hintergrund, dass es von der Performance-Seite nicht optimal ist. Und Performance ist bei uns beim mobilen Programmieren ja immer ein ganz, ganz großes Thema. Dann, wenn ich eigene Klassen habe oder brauche, beispielsweise zweidimensionale Arrays würden jetzt mit den bisherigen Sachen nicht gehen. Oder
irgendwelche komplizierteren Konstrukten mit verschiedenen Datentypen etc., dann muss ich eine eigene Klasse bauen. Und diese Klasse könnte ich serializable machen, das möchte ich aber vermeiden. Und für genau solche Fälle haben uns die Android-Macher das Interface Parcelable beschert. Das heißt, ich muss hier an der Stelle das Interface implementieren in meiner Klasse und mich darum kümmern, dass sämtliche internen Klassenvariablen, also quasi der Status, der interne Status meiner Klasse oder meines Objekts, in einem Parcel gespeichert wird. Das heißt, ich gucke, dass alles, was den internen Status meines Objekts festmacht, in einem Objekt, ein Parcel-Objekt, abgelegt wird und ich dann ermögliche mit Hilfe dieses Parcelable Interfaces dieses Parcel, dieses Paket zu packen und wieder zu entpacken. Und das über entsprechende von außen zugängliche Methoden, sodass Android selbstständig aus einem Intent Bundle diese Werte auslesen kann und mit Hilfe eines geeigneten Konstruktors dann entsprechend mein Objekt erzeugen kann, damit ich in der empfangenden Activity mit diesem Objekt dann weiterarbeiten kann. Das bitte nochmal in Ruhe vom Code her anschauen, nochmal durchgehen, weil das ist in der Tat eine relativ praktische Sache und da habe ich eigentlich fast keine Restriktionen dann mehr. Gut. Auch hier gilt wieder, dass die Datentypen dieser Parcelable-Klasse limitiert sind, einfach vor dem Hintergrund, dass das Parcel selber nur gewisse Datentypen aufnehmen kann. Aber auch hier gilt, wir können die wesentlichen Datentypen verwenden und insofern ist das nicht die große Restriktion, wenngleich man ein bisschen drauf aufpassen muss. Ja, jetzt haben wir das Thema auch geschafft. Das heißt, es liegt jetzt an euch, das ganze Thema mal einzuüben. Es ist relativ wichtig. Ihr solltet auf jeden Fall die Möglichkeiten dieser Bundles und Parcels im Hinterkopf halten, damit, wenn ihr mal vor einer Situation steht, dass ihr Informationen von A nach B schicken müsst, dass ihr diese Daten auch sauber verpacken könnt und wieder entpacken könnt. Ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Das nächste Video wird dann voraussichtlich das Thema Intent-Filter sein. Und bis dahin viel Spaß beim Verpacken von Daten.